Ein Staat verschwindet. Die DDR wird bald nur noch in den Geschichtsbüchern existieren. Mit ihr verschwinden im Zuge der Vereinigung mit der Bundesrepublik auch die typischen Merkmale, die man aus dem Straßenbild kannte. Aldi verdrängt die HO-Kaufhalle und statt Marx steht nun Ludwig Erhard, der Vater der Marktwirtschaft, auf dem Sockel der Verehrung. Die Demontage der Ikonen des real existierenden Sozialismus hat begonnen oder ist teilweise bereits abgeschlossen. Wir machten uns auf die schwierige Suche, um aufzuspüren, was noch vorhanden ist von dem, was man früher typisch DDR nannte. Die Zeit drängte, die Relikte der Vergangenheit stören heute. Sie passen nicht mehr ins Bild einer veränderten politischen Landschaft. Abriss ist da die einfachste Methode. Mit dem Fall des SED-Regimes fiel auch die DDR selbst. Die Arbeiterklasse zerlegt ohne Wehmut das Wappen, die Super-Ikone des selbsternannten Arbeiter- und Bauernstaates. D-Mark und Bundesadler haben Hammer und Zirkel längst abgelöst. Eine eigene DDR-Identität gibt es bald nicht mehr. Die meisten wollen sie auch gar nicht. Mit der Wiedervereinigung im Nacken läuft die Zeit des Sozialismus in der DDR langsam ab. Stilecht traten wir unsere Reise quer durch die Republik mit dem Trabant an. Plasteschüssel, Rennpappe oder Asphaltblase genannt, war der kleine Zwickauer mit dem großen blauen Dunst die rollende Ikone der DDR-Straßen. Unser Modell in dezentem Gletscherblau brachte uns sicher zur Elbe. An der Autobahn steht dort der Turm mit Deutschlands genialstem Werbespruch. Plaste und Elaste aus Schkoppau. Ein Text mit Weltniveau. Schwer vorstellbar, dass er die Wiedervereinigung überlebt. Zu attraktiv ist die Werbefläche für die Stuyvesants oder Marlboros oder gar für BASF und Höchst. Wenigstens im Bild soll er erhalten bleiben. Mit der Vollplastkameramarke Bayrette machten wir ein Erinnerungsfoto. Direkt zu Füßen des Turmes hat die Volkspolizei eine Station, an der früher Westraser zur Devisenkasse gebeten worden. Doch die Herren mit den weißen Mützen mussten der Anziehungskraft des Punktes auch Tribut zollen. Sehr oft halten Bürger aus der Bundesrepublik an oder andere oder aus anderen Staaten und wollen den Turm fotografieren oder eben filmen. Um welche zum Beispiel haben auch schon gesagt, ob dieser Turm aus Plast ist, wie es oben dran steht. Stolz über den Dienst an so bedeutender Stelle schwingt dann doch mit. Für uns selbst ist es doch eine schöne Reklame. Wie ich schon gesagt habe, für unseren Chemiebezirk und auch für unsere Elbebrücke. Jeder wusste, genau an diesem Punkt, dort ist die Elbe. Entweder ist ein Stau, wo die Baustellenbereiche noch gewesen waren, oder nicht. Denn jeder wusste, was der Kilometer 65 auf der Autobahn bedeutet, auf der A9. Was meinen Sie denn, wie die Bundesbürger auf diesen Spruch reagiert haben? Haben Sie da mal irgendwas gehört? Nein, kann ich nicht sagen. Wir wollten es aber gerne wissen und fragten auf einschlägigen Parkplätzen. Dürfen wir Sie mal fragen? Plaste und Elaste aus Schkoppau, was bedeutet denn das für Sie? Das bedeutet für mich einen zunächst mal etwas ungewohnten Ausdruck, den ich schon mit einem gewissen Vergnügen seit einigen Jahrzehnten, kann ich sagen, beobachte. Plaste und Elaste, da muss ich eigentlich an Gummiband denken.
Gummiband, was ein bisschen ausgeleiert ist. So. Es hat an Elastizität verloren. Plaste und Elaste bedeutet für mich eigentlich alles, was so ein bisschen billig ist, so ein bisschen einfacher ist, ein bisschen schlicht ist. Das ist einfach eine Ausdrucksweise, die wir als komisch empfinden, wenn wir das von DDR-Bürgern auch hören. Wie gesagt, bei dem wir eigentlich immer etwas schmunzeln müssen. Wir sagen das inzwischen, also wir kommen aus Hamburg und sagen das inzwischen, benutzen wir diesen Ausdruck inzwischen schon so, wenn wir uns ein bisschen lustig machen wollen. Ja, sagen wir, das Ganze ist aus Plaste. Es ist nicht aus Plastik, nein, es ist aus Plaste. Weil das klingt so schön albern. Und wie finden Sie den Werbespruch? Ein bisschen öde. Sagen wir mal, die Darstellung der Werbung war nicht gut. Für unsere Verhältnisse. Der Spruch sicher gut, die Darstellung schlecht. Ich habe mich nur gewundert über das SCHK, diese Reihenfolge, Skopburg. Das war für mich so ein bisschen schwer in der Aussprache. Skubau, Buna, Dreck, Schmutz, das letzte Unglück. Allzu viel Positives verbindet man wohl nicht mit Plaste und Elaste aus Skopau oder Buna. Die chemische Industrie, früher liebstes Kind der DDR-Wirtschaft, ist heute als Umweltverschmutzer Nummer 1 anrüchig geworden. Dennoch ist sie mit ihren Artikeln in den Kaufhallen präsent. Hier wusste der Konsument früher oft nicht, ob er Produkte oder das leere Regal vor sich hatte. Erst beim zweiten Blick wurde es dann klar: ein Produkt. Vielfalt war allerdings von Plan wegen verpönt. Haben wir nicht, war die häufigste Antwort, die der geplagte Kunde auf seine Frage nach Qualitätsartikeln bekam. Jahrelang machte ein Witz in der DDR die Runde. Was haben ein HO-Kaufhallenleiter und der Kosmonaut Sigmund Jähn gemeinsam? Antwort: beide kennen den leeren Raum. Wir gingen selbst einkaufen vor dem 2. Juli, um den Standard der Verpackungen unter die Lupe zu nehmen. Was da auf uns zurollte, von Tempobohnen über Scheuermittelmarke Leuna Blank bis zum Rapsöl im Neo-Bauhaus-Look, all dies hatte es schwer mit dem Weltniveau-Anspruch. In zarter Farbgebung von orange-fahl über schmutzig-grün bis zum gebleichten Gelb konnten diese Produkte wohl schwer so etwas wie Kauflust aufkommen lassen. Wo im Westen verschwenderisch mit Verpackungsgestaltung umgegangen wird, mit allen negativen Folgen für die Umwelt, leistete sich die DDR das absolute Null-Design, die ästhetische Abschreckung des Verbrauchers. Kombinatsdirektoren und VEB-Chefs versuchten sich selbst als Gestalter. Heraus kamen miefig kleinbürgerliche Einheitsverpackungen, die gerade heute in Konkurrenz zu den Hochglanzprodukten aus dem Westen chancenlos sind. Voller Zorn über so viel Missachtung des König-Kunden packten wir unseren Plastikkorb und machten uns mit der ästhetischen Katastrophe auf den Weg zum ehemaligen Chefdesigner der DDR. Während der SED-Zeit hatte das Amt für industrielle Formgestaltung die Aufgabe, das DDR-Design zu verbessern. Angesichts fehlender Kooperationsbereitschaft der Kommandowirtschaft und mangelnden Know-hows eine nicht beneidenswerte Aufgabe. Martin Kelm leitete das Amt im Range eines Staatssekretärs. Auge in Auge mit dem gestalterischen Sündenfall bleibt nur noch Betroffenheit. Klar, dafür schäme ich mich. Mit solchen Produkten wurde den DDR-Bürgern ständig die Rückständigkeit der eigenen Wirtschaft vor Augen geführt. Der Westen mit seiner glitzernden Konsumwelt erschien dagegen geradezu paradiesisch. Hat gar das schlechte Design der Planwirtschaftsprodukte mit zur Revolution beigetragen? Die Verärgerung über die Alltagskultur, über das Niveau der Produkte, war ein wesentlicher Faktor dafür, dass unsere Menschen explodiert sind. Ja, wer ständig also mit irgendwelchen unbefriedigten Dingen einhergeht, unbefriedigten Bedürfnissen einhergeht, ja, der entlädt sich irgendwann mal. Das ist ganz natürlich. Was werden diese Elemente zusammen wohl ergeben? Richtig, ein typisches DDR-Schaufenster der alten Zeit. Kein unnötiger Protz und ästhetischer Ballast war da zu sehen. Man verfuhr nach der Devise, weniger ist mehr. Übersichtlich wurde das Angebot präsentiert und so eine Verwirrung des Konsumenten praktisch ausgeschlossen. Sparsame Arrangements herrschten vor, die spartanisch strenge Dekorationslinie bestimmte das Bild.
Die HO, die Handelsorganisation der DDR, war der Hauptverwalter dieser Kultur des Mangels. Vom Büstenhalter bis zum Kochtopf vertrieb sie alles, was der Mensch zum Leben so braucht. Formschön waren die Konsumgüter kaum, dafür aber selten. Zaghafte Versuche, die graue Schaufensterwelt etwas aufzulockern, führten auch selten zu einer Verbesserung des Niveaus. Eher traurig war oft auch der Zustand von Restaurants und Lokalen. Wer ließ sich hier schon gerne zum Mittagsbräuler platzieren? Auch das Eiscafé im Neubaugebiet jagte einem den kalten Schauer über den Rücken. Das kam weniger vom Softeis als von der trostlosen Umgebung. Die DDR-Planer führten die Plattenbauweise bis zum Exzess. Sichtbares Zeichen sozialistischen Wohlstandes sollte diese Architektur sein. Arbeiterwohnschließfächer wurden die Häuser in Großsiedlungen wie Marzahn oder Hellersdorf spöttisch genannt. Individualität war verpönt, nur die Masse zählte. Wohnen gerät so zum anonymen Abspeichern von Menschen wie in Bienenwaben. Kaum ein großer öffentlicher Platz in der DDR war heldenfrei. In Stein gehauen oder in Bronze gegossen, die Urväter der Bewegung, wie hier Ernst Thälmann, sollten die einfachen Genossen auf der Straße bei der sozialistischen Stange halten. Ein dankbares Bildhauermotiv war auch der Arbeiter oder die Werktätige selbst, so auch diese charmante Aufbauhelferin. Die Dame ist von Fuß bis Kopf auf Arbeit eingestellt. Wenn dieser Herr nicht den Plan übererfüllt hat, wer dann? Der aufgekrempelte Ärmel wurde zum Symbol sozialistischer Schaffenskraft. Immer für eine Gedenk- oder Ehrentafel gut, die Soldaten der Nationalen Volksarmee, auch Friedensarmee genannt. Die Monumentalität vieler Plastiken erinnert fatal an die totalitäre Kunst der NS-Zeit. Hier ein Denkmal für die paramilitärischen Arbeiterkampfgruppen in den Betrieben. Überhaupt wurde Militarismus, solange er für die Sache des Sozialismus war, auf den Sockel gehoben. Da schreiten Arbeiterheere vorwärts und der Schulterschluss von Nationaler Volksarmee mit den ruhmreichen Sowjettruppen wird vollzogen. Vom Schulterschluss bis zum Schulterschiss ist es allerdings nicht weit. Des Bildhauers Pech. Die Friedenstaube hatte ihren Schließmuskel wohl nicht unter Kontrolle. Die Ikonen der alten Zeit stehen zwar zum Teil noch, doch heute sind sie unbeliebt. Das erschien früher anders. Ob freiwillig oder unter Druck, jedenfalls waren Zehntausende bei Paraden, Aufmärschen oder Wahlveranstaltungen auf den Heldenplätzen. So wie hier Mitte der 70er Jahre in Chemnitz, das damals noch Karl-Marx-Stadt hieß. Ausgerüstet mit Fahnen, im DDR-Jargon Winkelemente genannt, huldigte man den politischen Führern, die unter dem gigantischen Marx-Denkmal ihre Erfolge verkündeten. Heute ist es stiller geworden um den monströsen Kopf. Doch fotogen bleibt er wohl, der Philosoph aus Trier. Touristen aus aller Welt statten ihm ihren Besuch ab. Der Schnappschuss mit dem Super-Marx über dem heimischen Sofa verbreitet im Wohnzimmer mühelos die Aura deutscher Revolutionsromantik. Warum macht ihr ein Foto hier vom Karl-Marx-Denkmal? Na, zum Andenken erstmal und... Das weiß ja niemand mehr, wie lange es steht, ja? Ich hoffe natürlich, dass es noch eine Weile stehen bleibt, wie als Denkmal praktisch für die Zeit des Sozialismus und der DDR. Und... Außerdem, wo gibt's sowas schon? Eigentlich praktisch nur in den sozialistischen Ländern und in den USA wird man kaum sowas finden, ja? Wohl wahr. Doch dem gestrengen Blick des Urvaters der kommunistischen Lehre entgeht nicht, dass er trotz Masse heute eine wackelige Position hat. Seit Karl-Marx-Stadt wieder Chemnitz heißt, ist auch die Existenz des Kopfes gefährdet. Soll er nun bleiben oder nicht?
Die Meinungen über den einstigen Chefideologen sind heute geteilt. Ob er das so wollte, wie es geworden ist, das wissen wir auch nicht. Nein, das stimmt das nicht. Ist nur einmal da, soll es bleiben. Aber ich bin nicht kein Wert drauf, mit diesem Kopf auf eine Kamera zu kommen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Die Parole sollte der Schlüssel für die Befreiung der Menschheit sein. Was daraus während der 40 Jahre SED-Herrschaft wurde, ist bereits Geschichte. Auch an Marx' Theorien wird heute gekratzt. Das wichtigste Denkmal in der DDR, geschaffen vom sowjetischen Monumentalbildhauer Lev Kerbel, hat seine ehemalige Extrastellung eingebüßt. Der 12 Meter hohe Kopf aus 42 Tonnen Bronze ist das wohl gewichtigste Relikt der Vergangenheit. Für vorbildliche Leistungen wurden heute verdiente Veteranen der Arbeiterbewegung, Werktätige und Kollektive aus allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens mit hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt. Größtes Problem der SED war es, die Identifikation der Menschen mit dem Staat herzustellen. Ein schwieriges Unterfangen. Orden und Auszeichnungen aller Art waren dazu ein probates Mittel. Der Ehrentitel Held der Arbeit wurde verliehen an Hans-Jürgen Behrens, Betriebsdirektor des VEB-Generalauftragnehmer Friedrichshain-Czernitz. Karl-Heinz Rindfleisch, Vorsitzender der LPG-Tierproduktion Röpersdorf. Den Hauer Manfred Brauer, Kali-Betrieb Rossleben. Erich Honecker überreicht den Scharnhorst-Orden an das Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der SED, Minister für Staatssicherheit, Armeegeneral Erich Mielke. Willi Stoff, Mitglied des Politbüros, zeichnet 15 Betriebskollektive aus. Orden und Auszeichnungen wurden zur absoluten Massenware. Millionenfach an Repräsentanten verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen vergeben. Ein Stück bunt bemaltes Blech, ein paar Pfennige wert, sollte den Werktätigen Anreiz bieten, die vom Plan geforderten Leistungen noch zu überbieten. In mehreren Schichten musste in Markneukirchen im äußersten Süden der DDR gearbeitet werden, um die immensen Ordenaufträge des Staates zu erfüllen. In der Fabrik liefen sie täglich zu Tausenden vom Fließband, die Abzeichen für die Grenztruppen, für hervorragende propagandistische Leistungen, für hervorragende Leistungen im sozialistischen Wettbewerb und die Kampfgruppen und FDJ-Orden. Für alles und fast für jeden gab es eine Auszeichnung. Ein inflationärer Umgang mit dem Ehrenblech. Wie haben Sie denn früher Ordenträger überhaupt bewertet, wenn Sie die im Fernsehen gesehen haben? Also jetzt zum Beispiel hier Armisten, die ausgezeichnet wurden. Meinten Sie, die haben es verdient? Das sind irgendwo auch Helden? Na, auf alle Fälle nicht, ne? Ich glaube es nicht. Einzelne werden dabei gewesen sein. Ausgezeichnet ist eigentlich nach der Reihe hier gegangen. Auch Aktivisten, also große Verdienste haben wir da doch nicht gehabt. Es ist jeder mal geworden. Die neue Zeit bringt neue Kunden. Anstelle von Stasi-Orden werden heute Bondsticker hergestellt. Es gilt, Arbeitsplätze zu sichern. Dennoch ist auch hier die Vergangenheit noch gegenwärtig. Man führte uns zu einer Art Besenkammer, wo Orden entgelagert werden. Aus allen Teilen der Republik schickten Ministerien und Institutionen die heute wertlosen Abzeichen nach Markneukirchen zurück. Besonders die massenhaft vergebenen Aktivisten- und Kollektivauszeichnungen warten hier auf ihr Schicksal. Diese ganzen Orden werden dem Recycling zugeführt. Das heißt also, das Metall, hauptsächlich Buntmetall, wurde ja für diese Auszeichnung verwendet, wird wieder eingeschmolzen und wird demzufolge dann wieder in Form von Tombak oder Messing an die Verbraucher gebracht. Hier am Brandenburger Tor bricht einigen das Herz, wenn sie vom Einschmelzen der Orden hören. Mit den Relikten des real existierenden Sozialismus lässt sich nämlich Geld verdienen. Der Wert mancher Auszeichnungen erscheint heute allerdings eher bescheiden. Na, das sind die Aktivisten, Kollektiv der sozialistischen Arbeit, also die hier, zweifacher Aktivist. Ja. Was kosten die Aktivisten, jetzt wenn ich das kaufen würde? 3 Mark. Wir boten schließlich selbst etwas an. Das ist Kollektiv der sozialistischen Arbeit. Was würden Sie mir dazu für zahlen, wenn ich Ihnen das jetzt anbieten würde? Also ehrlich gesagt, ja nicht. Ja nicht? Ich habe 350 Stück. Einigen gefällt dieser Ordenausverkauf nicht. Zu sehr werden da Gefühle verletzt. Was ich dazu sage? Ja, eine Schweinerei ist das irgendwie, würde ich sagen. Es gibt viele, vor allem von den Älteren, die stolz sind auf ihre Auszeichnung. Ja, egal, welche Auszeichnung das nun jetzt ist. Ja. Manche haben es ja redlich verdient. Redlich verdient hatte seine Auszeichnungen wohl auch Sigmund Jähn. Der Kosmonautenheld der DDR war der erste Deutsche im All.
Gemeinsam mit einem Kollegen aus der UdSSR praktizierte Jähn die deutsch-sowjetische Freundschaft auch im weiten kosmischen Raum. Die Heimat des Druschbar-Kosmonauten ist der verträumte Ort Morgenröte-Rautenkranz in der Nähe von Klingenthal. Wir wollten dort die Wurzeln eines solchen Helden aufspüren. Eindrucksvoll und kämpferisch gibt sich die eine Gedenkstätte. Etwas preisgünstiger die andere im Hof von Jähns ehemaliger Schule. Wir hielten die Traumikone in Alu zuerst für ein Kinderspielzeug, doch die Hausmeisterin klärte uns auf. Wir haben es eben als eine Gedenkstätte praktisch, nicht als Spielgerät, als Gedenkstätte. Na ja, doch nicht nur diese Gedenkstätte schmückt die Schule. Kein gestalterischer Aufwand war zu groß, um den Musterschüler zu ehren. Oh, ist schon ein Held. Ich meine, es gehört ja ein gewisser Mut dazu. Also das war sozusagen für Sie innerhalb der 40 Jahre DDR ein Vorbild? Ist er noch, ja. Da wird sich auch kein Abbruch genommen. Und so ein Höhepunkt, sein Start und seine Landung hier, das war ein Höhepunkt für unseren Ort, für unsere gesamte Bevölkerung hier. Der Sigmund Jähn hat auch mal, habe ich gehört, die Schule jetzt hier besucht. Wie war denn das? Naja, die Schüler waren drei vorbereitet und waren alle in ein Zimmer eingepfercht und durften dann zwanglos dem Kosmonauten Fragen stellen, die er auch gern und breitwillig beantwortet hat. Also er war für die Schüler ein netter Kosmonaut sozusagen? Ja, und auch kinderlieb. Genauso wie er als Mensch war, hat er sich auch hier als bei den Schülern gezeigt. Ne? Er hatte ja auch ansehnliche Geschenke mitgebracht. Oh ja. Beispielsweise ein Berliner Bär als Kosmonaut angezogen. Ein Berliner Bär als Kosmonaut angezogen weckte natürlich unser Interesse. Sigmund Jähn als Bär? Kaum zu glauben. Doch dann kam er, der Bär, nicht der Kosmonaut selbst. Das ist der Sigmund Jähn-Bär, ja? Ja. Darüber haben sich natürlich die Kinder am meisten gefreut, ne? Das war das größte Stück. Der Kopf ist ein bisschen wackelig jetzt. Und der steht nun seitdem im Hortraum, immer bei den Kindern. Und können Sie die Geschichte kurz noch mal erzählen? Wie kam der jetzt hierher? Nun, der kam mit mir an den Wagen damals. Das war Empfang, Valerie und... Wo die Rundfahrt war durch die DDR, dann kam in Rautenkranz an und war hier vorne. In der Frischhütte war der Empfang gewesen, ne? Im Freien. Und dann anschließend nach dieser Veranstaltung hat er dann hier die Schule besucht. Ne? Ja, der sieht ohne Frage wunderschön aus. Ist das denn ein echter Kosmonautenanzug, was der da anhat? Ja. Was ist das für ein Abzeichen? Können Sie mal das Abzeichen hier zu uns drehen? Beide Abzeichen, DDR und SU. Und hier vorne? Nee. Oh ja, Salut. Salut, was auch da hinten dran steht, ja? Ja. Ach, wie gesagt, noch schöne Lederstiefel gehabt. Mit Reißverschluss. Kinder wurden in der DDR nicht nur mit Bären beglückt. Das Aufwachsen stand unter dem Schutz von Familie und Staat. Die Erziehung im sozialistischen Sinn konnte nicht dem Zufall überlassen werden. Das Wandbild am Ostberliner Haus des Lehrers macht die Rolle des Lernens im Arbeiter- und Bauernstaat deutlich. Am Ende des Prozesses sollte die allseitig gebildete Persönlichkeit stehen. Immer bereit, friedlich über den Kosmos zu herrschen. Gemeinsam denken. Vielleicht ist bei diesem Tête-à-Tête zwischen Intelligenz und Arbeit ja der famose Plaste- und Elastespruch kreiert worden. Selten waren die Relikte der alten DDR-Zeit als schön zu bezeichnen. Hier aber besteht kein Zweifel. Der Plasteturm in voller Neonbeleuchtung ist ein Kunstwerk. Trotz der peinlichen Reklame für den dreckigen Chemiebezirk kann man dieser Werbung einen gewissen verstaubten Charme nicht absprechen. Das Bild, das wir mit unserer kleinen Plastikkamera machten, wird einen Ehrenplatz im Fotoalbum bekommen.